Freunde, mir ist das Auto ausgegangen und es geht nicht mehr an. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Vlog. Omi fährt, wir sind in Österreich und ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich könnte einfach einschlafen. Jedes Mal, wenn wir in Österreich sind, im Auto, könnte ich einschlafen. Im letzten Video sind wir Autobahn gefahren, aber nicht gefahren, und dann haben wir irgendwann Fahrrad frisch gemacht, weil ich so müde wurde. Und jetzt fährt Oma die erste Strecke. Landstraße, fahren wir die ganze Zeit. Da vorne ist eben so ein Traktor-Dings da, deshalb stehen wir gerade. Österreichische Straßen machen mich müde. Freunde, wir fahren jetzt gerade eigentlich zur Burg hoch. Das Problem ist, man kann anscheinend nicht mit dem Auto hochfahren. Denn mein Navi sagt, fahr da und da lang. Das Problem ist, dass sie da einfach auf der öffentlichen Straße so eine Schranke hingemacht haben. Da oben ist ein Boller. Ja, ich weiß, so ein Boller hingemacht haben, dass man da nicht reinfahren kann. Und jetzt fahren wir gerade alles wieder zurück. Das Problem ist, dass es eigentlich hier keine Wege sind. Wanderwege. Das sind eigentlich Wanderwege. Ja, aber es gibt keinen anderen Weg zurück, also müssen wir so lang. Denn rechts abbiegen. Guck, das Navi sagt, ich soll jetzt rechts abbiegen. Ja, das geht nicht. Aber es funktioniert nicht. Deshalb müssen wir diesen Weg, den wir gekommen sind, wieder zurück. Das ist der Pullermann. Seht ihr? Guck, das ist so ein... Ampel und Pullermann. Das ist so ein Dings da. Ja. Und da kann man nicht langfahren. Aber mein Navi sagt... Boah, abgewürgt. Langsam. Jetzt los. Geht er nicht mehr. Warum geht er denn nicht an? Keine Ahnung. Überlastet. Warum ist Licht aus? Aber ich habe alles aus. So, bloß die Stadt geht nicht mehr. Warum geht das Auto nicht an? Weiß ich nicht. Hat er noch nie gemacht. Ja, was ist jetzt denn los? Ach, ich brauche Luft. Gibt's doch nicht. Dann geht mir das Auto nicht an. Ich nicht. Welche andere Innenstadt ist kaputt? Was machen wir jetzt? Hast du das Licht aus? Ja, ich habe alles aus. Ich habe alles elektrische aus. Ja, was weiß ich was. Wir müssen es probieren. Keine Ahnung, soll ich probieren? Ganz genauso. Ist nicht was los. Ist kein Gasgeber, oder? Schau, der geht nicht mehr. Was machen wir jetzt? Schiebe. Irgendwo, wo frei ist. Ach du Scheiße. Vor allen Dingen Städte hier in Österreich kriegen. Wieso geht der Städte nicht? Oh mein Gott. Freunde, mir ist das Auto gegangen und es geht nicht mehr an. Hier rein? Ich schiebe. Das gibt's doch nicht. Mach mal langsam. Den kriegst du nicht vorwärts, oder? In 700 Meter links abbiegen auf Mönchsberg. Ich krieg nicht. Also wirklich, mein ganzes Gewicht habe ich da reingemacht. Ja, weil man in der Strebe steht. Scheiße, dass er abgemuxt ist. Geht nicht mehr. Was ist denn jetzt passiert? Weiß ich nicht, warum der Stadt nicht mehr geht. Ach du Scheiße. Alter, das ist eine richtige Schrägung. Nee, Oma, das kriegst du nicht. Warte, ich muss irgendwie die Handbremse losbekommen und hier gleichzeitig schieben. Okay, warte, ich mach die Handbremse ab und ich muss mitschieben. Achtung! Nein! Ja, ich sag doch, das funktioniert nicht. Oder wenn uns irgendjemand starthilft.
Nee, Oma, wir müssen hier irgendwie hoch. Guck mal, wenn wir da irgendwie fragen. Weiß nicht. Ich gehe gerade mal in dieses Hotel. Gib mir mal Dings mit einem Abschleppseil. Hier ist doch irgendwie so ein 5-Sterne-Hotel oder irgendwas. Warte mal, mach mal langsam. Hier kann uns irgendjemand bestimmt Startkarten geben. Ja, da brauchen wir aber Stadtkabel und alles. Hoffentlich hab ich es frei. Ich hab kein Stadtkabel dabei. Ja, wir bedienen hier eine richtige Straße. Ah ja, da kannst du auch nichts dazu, wenn einer kommt, muss er uns helfen. Ich kapier schon nicht, wie kann man das machen? Ja, aus unserem Ausflug wurde ein... Was machen wir jetzt? Wir blockieren hier eine Straße. Das Problem ist, es kommt ja auch niemand, der uns helfen könnte. Warte, lass uns überlegen. Okay, Freunde, ich laufe gerade zum 5-Sterne-Hotel. Ich habe immer eine gute Erfahrung mit 5-Sterne-Hotels gemacht. Bitte. Oh, Scheiße. Ja, was soll ich sagen? Kein Fake. Mir tut mein Knochen hier schon ein bisschen weh, denn ich habe gerade angeschoben in der Schrägung und es hat sich genau nach hinten bewegt. Also mir in meine Richtung, ich bin fast umgeflogen vom Auto, überrollt und sowas. Naja, so, ich sag mal, wo wir jetzt nachfragen nach einem Startkabel und einem Auto, die uns hier helfen können. Ja, ich hoffe, dieses Hotel wird unsere Rettung sein. Vielen Dank, falls ihr uns helft. Meine Batterie und Starter ist anscheinend total im Arsch. Oh oh. Doch, er ist an. Oh mein Gott, geh aus dem Weg. Danke! Oh mein Gott! Danke! Was machen wir denn jetzt, Oma, wenn wir nicht... Die Werkstatt? Die Werkstatt, also ich würde vor der Starter liegen, ja. Batterie. Weil normalerweise ist die Batterie, ja, bei einem heutigen Auto nicht mehr nach. Oh Gott, ja, okay. Und wieder aufnehmen. Oh, vielen, vielen lieben Dank! Nein, auf keinen die Fall. Die Batterie ist doch leer. Ja, komplett, ich glaube, leer. Ja. Müssen wir mal gucken, wo Werkstatt ist. Wenn Batterie ist gut, wenn sie fahren, ja, eine halbe Stunde, dann wird okay, glaube ich. Wenn so, die Generator okay kann. Okay, wir müssen eine halbe Stunde fahren. Ja, ja, okay, oder laufen lassen. Okay. Ja. Wenn startet nicht mehr, dann muss man eine Batterie kaufen. Aha, so. Okay. Gut. Okay, ja, vielen lieben Dank. Okay, was machen wir jetzt? Am besten zurück nach Deutschland fahren, oder? Ganz ehrlich, Oma, bevor wir hier irgendwie in Österreich irgendwo hängen. Nacht hängen, ja? Okay, Freunde, das war ein kurzer Ausflug nach Salzburg. Aber ja. Gib ab, warten. Jede Ampel, wenn er ausgeht, dann stehen wir hier. Ja. Ja, dann gebe ich jetzt ein, das Navi Deutschland. Weil das ist mir jetzt ehrlich gesagt echt zu riskant, ne? Oma, voll Stress. Okay. Ich gebe jetzt immer Vollgas. Und wir fahren jetzt und fahren jetzt und fahren jetzt. Oh, wenn du mal ganz scharf bremsen musst, ist wieder aus. Nein, Oma, der hat ja keine Stadt. Fahr weiter! Ich fahr weiter, hör auf jetzt! Was soll ich machen? Ja, guck hier, habe ich Hilfe geholt. Vielen lieben Dank nochmal an das Hotel, das uns geholfen hat! Oh mein Gott, und er hat selbst ein Fiesta, Oma. Oma voll am Abdrehen. Guckt, Freunde, ihr habt einen Trostpreis und ihr guckt euch die Aussicht von hier oben ein wenig an und von hier ein wenig. Und das müsst ihr erstmal gesehen haben. Wir fahren demnächst nochmal nach Salzburg irgendwann. Ja, und Oma ist am Abdrehen. Ist am Ab. Ja, aber siehst du, 5-Sterne-Hotels helfen uns immer. Also, Freunde, das hat mir meine Mutter schon immer beigebracht. Wenn ihr Probleme habt, geht in 5-Sterne-Hotels. Die helfen euch nochmal immer. Das ist wirklich so. Sind super freundlich, super nett. Okay, gut. Und jetzt fahren wir wieder zurück nach Deutschland. Wenn man nett abrupt bremsen muss. Nein, ja und? Dann geht er ja nicht aus, Oma. Natürlich. Bei einer abrupten Bremse geht er aus. Warum soll er beim abrupten Bremsen denn ausgehen? Weil er schon mal ausgegangen ist. Wirklich? Ja. Wir halten euch auf den Laufenden, ob wir in Deutschland angekommen sind. Ah, da kommt ein Gegenverkehr. Die haben genauso wie in Russland auch so Elektrobusse und angeschnalltes Fahrsystem. Infokarte dort oben. Guck, da vorne ist ein angeschnallter Bus. Wie in Russland. Okay.
Okay, Freunde, wir haben gerade Fahrradtausch gemacht. Und ich war kurz nur. Wir haben das Auto übrigens nicht ausgemacht. Gar nichts, 0-0. Ich sehe jetzt natürlich gar nichts. Und. Warte, ich helfe dir. Warte, gib mir eine Sekunde. Was ich euch eigentlich erzählen wollte: Wir haben gerade Fahrradtausch gemacht. Und ich war schnell pinkeln, weil ich einfach es nicht mehr ausgehalten habe. Aber da war so ein ekelhaftes Dixie-Klo, was wirklich ekelhaft war, weshalb ich dann in den Busch gegangen bin, weil das echt hygienischer war. Aber dann bin ich den Weg zurückgelaufen und bin in irgendwas Ekelhaftes gelaufen. Weshalb jetzt mein Schuh in einer Tüte ist. Ich kann mir wohl vorstellen, was da dran klebt. Es könnte wirklich nicht beschissener sein. Jetzt bin ich ohne Hilfe gelaufen. Oma findet das so überhaupt nicht lustig. Ja, ihr macht das nachher sauber, Oma. Oh nein, meine weißen Schuhe! Freunde, hier, diese Turnschuhe hatte ich an. Diese weißen Schuhe. Seht ihr die hier? Und jetzt klebt da was Braunes dran. Gar nicht cool. Kleines Update, ich habe gerade das Hotel angerufen, habe gefragt, so, jo, habt ihr eine Bützewerkstatt jetzt, die nicht ungefähr 1 Million Euro von uns haben wollen? 13 Kilometer rechts abbiegen. Einfach geradeaus, genau. Und die haben uns jemanden empfohlen und da habe ich gerade angerufen. Und die haben ganz nett gesagt, jo, kommt's einfach vorbei, ne? Mega cute. Ja, und jetzt kommen wir es einfach vorbei und sind jetzt noch 50 Minuten unterwegs, aber wie soll es einfach vorbeikommen? Mega cute, ey. Und anscheinend können die uns direkt helfen. Ey, halt euch auf dem Laufenden! Und dann haben wir dann eigentlich nur noch diese eine Problematik. Die da. Freunde, das ist so eklig. Das sind auch noch meine neuen Schuhe, die habe ich ja letztens gekauft. Mit Matthias zusammen. Ich muss ihn auch mal fragen, vielleicht ist er auch schon in irgendwas Ekliges reingelaufen. Ja, die habe ich nicht mal 3 Monate. Nicht mal 2. Oh! Bitte, liebes Autochen, fahr uns heil nach Hause. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte. Freunde, was ich euch noch unbedingt sagen möchte, egal wie viel Unglück ihr habt, schätzt es trotzdem, denn es hätte noch schlimmer kommen können. Das Auto hätte nicht anspringen können. Wie zur Hölle hätte uns da oben irgendjemand... Ich erkläre euch mal, wo wir waren. Wir waren ganz oben, mitten in irgendwo, in irgendeinem Wald, wo ungefähr nur so die Straße war. Und da wäre niemals irgend so ein LKW, so ein Abschleppdings da hochgekommen. Und wenn, dann hätte den ganzen Berg rückwärts hochfahren können. Wie viel hätte das bitte gekostet? Also, da hätten wir eine Milliarde zahlen können. Deshalb schätzt euer Glück im Unglück. Wirklich. Denn es gab ja noch eine andere Person, die die Oma gefunden hat, die uns helfen wollte. Aber Oma sagt gerade, der Typ hat ihr gesagt, dass es gar nicht hätte funktionieren können mit seinem Auto. Da, was hat er gesagt? Ich weiß nicht, aber der hatte ganz Der kann das irgendwie nicht überbrücken mit seinem Modell oder irgendwas, keine Ahnung. Damit sieht es auch nicht so gut aus. Aber ich wollte euch einfach nur sagen, schätzt euer Glück im Unglück. Es geht immer eine Stufe schlechter. Schätzt es. Und denkt immer positiv. So, Freunde, und jetzt sind wir genau da, wo wir vorhin waren. Wir fahren über die Grenze wieder nach Deutschland. Und ich habe jetzt direkt ins Navi eingegeben, dass wir bitte direkt zur Werkstatt kommen. Und hoffentlich werden wir nicht angehalten von der Polizei, weil vorhin stand da Polizei. Und wenn wir den Motor ausmachen müssen, oh mein Gott, katastrophal, wir können den Motor nicht ausmachen. Ja, wie erklären wir dann den Polizisten, wenn sie uns anhalten, dass wir den Motor nicht ausmachen können? Und dass wir die Werkstatt schon drin haben? Am besten genau so, oder? Schreibt in die Kommentare, wie wir jetzt machen. Grenzübergang! Yes, die sind nicht mehr da, oder? Die standen da vorhin auf der Brücke. Oh, bitte seid nicht mehr da. Also wir haben ja jetzt nichts zu verheimlichen, aber wir wollen einfach dieses Auto nicht ausmachen. Bitte, Polizei, seid nicht da und haltet uns nicht an, falls ihr da seid. Aber ich glaube, wir sind nicht mehr da. Was ein Glück. Wir sind in Deutschland, bitte. Sieht nicht so aus, dass ich da bin. Wir sind abgehauen. Ja, was ein Glück, Freunde. Ich stand genau hier. Hier standen sie. Was Glück! Freunde, wie viel Glück muss man haben im Unglück? Ganz ehrlich! Schätzt es! Wir sind gerade wirklich richtig froh, dass wir uns nicht angehalten haben, beziehungsweise ganz schön da waren. Oh,
Gott, was ein Glück, Freunde. Das bedeutet, wir fahren jetzt schnurstracks zur Werkstatt. Und hoffentlich können die uns helfen. Was ein Glück, ey, ich freue mich gerade voll. Geradeaus einfach. Da, Auto Berger Schatz, hast du mir was zu sagen? Ich habe vorhin angerufen gehabt. Nur hier von uns. Ja. Einfach hierher und dann abfüllen. Okay, super, danke. Okay, Leute, hier haben wir unser Auto aus. Ich gebe jemals wieder dieses Auto an. Hat das mitbekommen? Also, wir sind hier an der Werkstatt. Oma hat das getestet. Und das Auto geht voll an. Das will uns so verarschen, dieses scheiß Auto. Oh Mann. Ja, keine Ahnung. Also, Freunde, irgendwie geht es wieder an. Was jetzt? Ich glaube, das ist doch kein Schwein. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Aber egal, Oma. Glück im Unglück. Es funktioniert wieder von allein. Lichtmaschine lädt. Okay, das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen, Oma. Laden defekt. Oh, Batterie ist kaputt. Die fällt sofort ab. Siehst du, Oma, das ist doch Glück und Unglück. Komm her. Verstehst du nicht? Nee, ich verstehe nicht so gern. Mann, ich freue mich gerade so sehr. Das ist nur die Batterie. Ja, doch, direkt anscheinend ausgetauscht. So, die haben sie mal starten, bitte. Ja. Oh. Funktioniert einwandfrei, oder? Ja, hört sich wie neu an. Das war's. Ja, cool. Radio geht, wie schnell das geht. Radio geht, ne? Sehr cool. Guck, wie schnell das ging, Omi. Freunde, was für ein Glück im Unglück hatten wir. Stressig, stressig. Das war unser Tag. Das war unser kurzer Ausflug nach Salzburg. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal nach Salzburg kommen, denn es hat mir wirklich sehr gut gefallen, was ich da gesehen habe. Die Straßenleitungen waren ja sehr ähnlich zu Russland, denn in Russland gab es die auch. Infokante dort oben findet ihr immer noch. Einfach aufs i klicken. Und ja, Salzburg werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Von oben sah es auch mega schön aus. Diese Mission haben wir erfolgreich abgeschlossen. Freunde, liked bitte dieses Video für diese Danke. Bis zum nächsten Video. Eure Nessie. Ciao. Und abonniert meinen Kanal, um nicht sowas zu verpassen. So, passen. Okay, das war's, Thumbnail. Das war mein Gesicht war drauf, oder? Okay, gut.